Leute, der nächste Stories from the Outlands Trailer ist draußen. Ist nebenbei einer der besten, wie ich finde, zeigt die neue Legenden Season 17. Und ich möchte mit euch ein wenig Insider-Informationen rund um diesen Trailer und die Geschichte teilen. Ich kann euch leider noch keine Details zu Season 17 im Eigentlichen benennen. Ich hatte nämlich schon einen tiefen Einblick in die neue Season dank Respawn und EA. Mehr dazu kann ich, das wird ein fettes Patch-Note-Video, wird leider erst am 1. Mai soweit sein, aber freut euch drauf, es wird geil. Also wenn ihr nichts verpassen wollt, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Daumen da, Abo da, Kommentare und so weiter und so fort. Ich zeige euch jetzt den Trailer und dann gibt es eine Analyse, die auf jeden Fall sehr, sehr geil ist, aber auf das meiste kommt ihr wahrscheinlich selber, wenn ihr den zweimal, dreimal gesehen habt, dann kann man das meiste sich so ein bisschen aus den Fingern ziehen, aber es lässt auf jeden Fall einen Teaser für einen neuen Game Mode offen, der vielleicht über kurz oder lang kommen könnte. Wir fangen jetzt einfach mal mit dem Trailer an und dann die Analyse. Tonight, we chart the meteoric rise and tragic fall of the Thunderdome Games first celebrity champion, August Ballistic Brinkman. Once, he was part of the inseparable stylish trio of their era. Until Ballistic's penchant for peacocking and selfish playstyle led to a catastrophe that echoed across the Outlands. While many clamor to see how one of the greatest champions of old would fare against contemporary Apex legends, others see him as little more than a has-been and a woefully absent father. The hero, once known as Ballistic, would go from Thunderdome champion to humiliated hermit, forgotten by a world that once adored him. Question remains. What is the legacy of disgraced legend August Brinkman? We're proud to reveal the answer in an OTV exclusive. Ballistic's son, Nathaniel, has just qualified for the Apex Games. Be sure to catch his first match this weekend, only on OTV. Mr. Brinkman, oh, if you're looking for our pension division, they're down the hall, second left. You and I are going to make a deal. Ah, yes, I so fondly remember your soft touch negotiation style. You know this guy? Hush now. It's not your moment, son. After years of exile, disgraced legend Ballistic returns to the arena. Will he show the next generation how it's done? Or is he past his prime? Quite the reigning spoon, to be sure. And for this you want what, old friend? I want to break a sacred vow made to the dead to save the living. You keep my boy out of the games. He never sets foot on your soil. Then I'm all yours. Do we have a deal?
mind, please. Let's go, wir starten mit der Analyse. Ihr habt selber im Trailer gesehen, es gibt auf jeden Fall eine fette Tragödie und einen gewissen Grund, warum diese Legende überhaupt in Season 17 erscheint. Die Tragödie ist auf jeden Fall, es gab in der Vergangenheit, bevor Blisk die Apex Games ins Leben gerufen hat, weit davor, einige Jahrzehnte auf jeden Fall, gab es die Thunderdome Games. Wer nicht weiß, was Thunderdome ist, wer vielleicht nicht lange genug bei Apex Legends mit am Start ist und Kings Canyon nicht so gut kennt, bevor Kings Canyon komplett zerstört, beziehungsweise nicht komplett zerstört, aber eher extrem verändert wurde. Es gab einen Spot, der sich Donnerkuppel nannt, also Thunderdome. Dieser Spot war Austragungsort der Thunderdome Games. Und eben dieser besagte Ballistik war der allererste Champion, Shooting Star mit seinem Squad und so weiter, und er hat eben durch seinen egoistischen und sehr offensiven Spielstyle, sorry fürs Stottern hier, hat er hier sein Teammate, den wir im Hintergrund auf diesem Bild sehen, verloren. Und dann startet auch schon in seinem Wohnzimmer, Moment, hier haben wir noch dieses Familienbild, Ballistik mit seinem Sohn und einer fetten Elster, sieht extrem genial aus. Und jetzt startet hier auf einmal eben in seinem Wohnzimmer ein... Achso, übrigens hier noch sein Schrein, sage ich mal. Es gibt hier ein paar Trophäen und wir sehen unter anderem die KSMG. Das hat einen Grund, laut Leaks, das ist jetzt tatsächlich keine Insider-Information, laut Leaks hat er eine Affinität zur KSMG und hat eine spezielle Animation, wenn er diese Waffe aufhebt. Kennen wir zum Beispiel bei der Mastiff und Mad Maggie. Und so hat auch diese Legende eine spezielle Animation. Und jetzt startet auf einmal eine Story rund um Ballistik. Und er wundert sich wahrscheinlich erstmal so ein bisschen, warum, weshalb und hast du nicht gesehen. Und hier wird halt erzählt, Ballistik ist der allererste Champion der Thunderdome Games gewesen. Sieht alles sehr gewaltig, sehr groß aus. Man sieht auch hier auf dem Bild aussagekräftig, er stellt sich sehr, sehr in den Mittelpunkt, während seine beiden Teammates links und rechts eher im Hintergrund stehen und er drückt sich da eher in den Vordergrund und ist, naja, ziemlich extrovertiert. Das gefällt scheinbar seinen Legenden oder seinen Mates nicht. Und hier sehen wir die Donnerkuppel und eben die Tragödie. Durch seinen Spielstil hat er sein Teammate verloren. Riesentragödie um diese ganze Geschichte. Und das Ende vom Lied war, er ist alt und grau geworden, wurde verbannt ins Exil, wie er selber sagt, wird zum Säufer, verliert dann auch noch seine Familie, nicht im lebenden Sinne, sondern eher, weil er zum Säufer wird, sieht man ja eigentlich eindeutig, dem Sohn wird keine Beachtung mehr geschenkt, der Mutter nicht, und das Ende vom Lied ist auf Wiedersehen, sie ziehen aus und so weiter und so fort. Ist schon echt heftig, finde ich. Ja, hier ziehen sie aus, alles scheiße, interessiert ihn nicht, Vorhang zu, weiter geht's, die nächste Flasche auf. Und jetzt kommt eigentlich der absolute Schlag. Er wird hier, und das ist der Grund, warum diese Story von ihm überhaupt berichtet wird, denn sein Sohn ist quasi erwählt worden für die Apex Games. Und das ist genau der Punkt, den, und da kommt es nämlich, und das ist nämlich der Punkt, den Ballistik verhindern will. Er will auf jeden Fall verhindern, dass so eine Tragödie wie mit seinem Teammate in den Thunderdome Games nochmal passiert. Und er entschließt sich, ich spule einfach mal ein bisschen vor, auch übrigens hier, by the way, zack, hier eine Fähigkeit von Ballistik. Mehr kann ich dazu aber noch nicht sagen. Wartet einfach auf den 1. Mai, wenn ich richtig geilen Scheiß für euch habe. Es lohnt sich auf jeden Fall. Hier überredet er den Vater von Octane, seinen Sohn da rauszuhalten. Er findet irgendeine Ausrede, ist mir egal, wie, haltet ihn da raus, ich habe keinen Bock, nochmal so eine Tragödie zu erleben und so weiter und so fort. Also gehe ich definitiv auch davon aus, also ich kann es mir zumindest nicht vorstellen, dass es vielleicht seinen Sohn über kurz oder lang in die Apex Games schafft, weil es eben Ballistik auf jeden Fall verhindert hat. Und im Endeffekt wird es so geteasert, wie erfährt sein eigener Sohn,
wie die ganze Geschichte passiert ist. Jetzt kommt hier dieses Telefonat, dass es technische Schwierigkeiten gab und Pupp erst raus und jetzt sieht er aber alles klar. Dieses kleine Miniaturflugzeug, was er mit seinem Vater zusammengebastelt hat, ist quasi das Zeichen. Achtung, das war wohl der Vati. Der Vati ist dran. Auf jeden Fall ein absolut genialer Trailer. Und wie gesagt, ich glaube, dass wir aus diesem Trailer rauslesen können, dass die Thunderdome Games vielleicht ein Modus werden könnten. Donnerkuppel. Es klingt für mich so ein bisschen wie Arenas. Nur kleiner, weil die Donnerkuppel im eigentlichen Sinne war nicht sehr, sehr groß. Also auf jeden Fall zu klein für den eigentlichen Arena-Modus, so wie wir ihn kennen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man aus diesem Thunderdome-Modus irgendwas Geiles machen könnte. Man hat in diesem Trailer auch gesehen, Moment, kriege ich diesen Part hier nochmal irgendwie schnell reingeseppt. Das war schon zu weit. Man sieht in diesem Fight quasi hier, könnte man auch denken, da sind Bots unterwegs. Zack, hier fliegen lauter, ich sag mal, normale Gegner umher. Das sieht für mich nicht so aus, als wären das hier Legende gegen Legende, sondern könnte vielleicht sowas sein wie, wir fighten hier gegen irgendwelche Bots oder sonst irgendwas. Das ist jetzt nur so eine Theorie von mir. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr big aus, weil wir auch hier sehen, dass die Thunderdome Games nicht vielleicht zwingend nur in der Donnerkuppel stattfinden, weil wir hier auch Schnee im Hintergrund sehen, das fällt mir jetzt gerade mal noch so auf. Also könnte sein, dass das eine größere Geschichte werden könnte, die mit den Thunderdome Games, die einfach nur nach der Donnerkuppel als ersten Austragungsort vielleicht benannt wurden und das aber eine größere Geschichte ist, die uns da vielleicht noch erwartet. Eine Theorie von mir muss nichts heißen. Ladies and Gentlemen, das war es jetzt von mir und einer doch ausgiebigeren Analyse. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und freue mich auf jeden Fall auf den 1. und auf den 2. Mai, wo es noch ein weiteres Video geben wird. Was das inhaltlich ist, werde ich euch aber auch noch nicht verraten. Lasst euch einfach mal überraschen. Es wird auf jeden Fall richtig, richtig fett in Season 17, wenn uns die Server treu bleiben. Hoffen wir mal. Macht's gut.